Hallo und willkommen zur neuen Folge Feuerwehrsmann 2014. Ich wollte eigentlich am Ort, wo ich vorhin letztens mitgespielt habe, weiterspielen, und leider war der Speicherpunkt beim Tag Anfang. Deswegen habe ich neu gestartet und habe gedacht, ich kriege genau dieselbe Stelle nochmal als Auftrag. War jetzt aber nicht ganz korrekt. Ich werde auf die andere Seite geschickt und hoffe jetzt, dass ich trotzdem noch rechtzeitig ankomme. Ja, ich bedanke mich schon mal nachträglich vielmals für die ganzen Kommentare sowie Tipps, wie mit der Minikarte hier, dass ich zoomen kann. Und ja, gespannt, was uns jetzt hier bei diesem Auftrag erwarten wird. Ich habe heute Florian 5 bei mir, oder in Florian 5 bin ich heute, mit einer Waldbegleitung. Und versuche jetzt. Oh, was ist passiert? So jetzt diesen. Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu enden scheint. Ja, ist so. Gleich war's. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, genau. Eine Radarfalle? Nee, Eisenbahnlinie. Okay, jetzt muss ich links durch. Das Gefühl. Nee, jetzt will ich verarschen. Ich hab schon keine Zeit mehr. Aber wenn ich das jetzt noch schaffe, dann wird das fett. Gut an. Ja, und fahre mir live die Zeit ab. Also wenn ich das hier noch schaffe, dann wird es verdammt knapp, kann ich jetzt schon sagen. Wir haben eine Minute 10. Unglaublich. Soll ich mit der Bremse um die Kurve sliden? Das Ergebnis war, dass die Räder komplett blockiert hatten. Ich in der Wiese lag. Fuchs. So, 4 Sekunden noch. Eine Kurve haben wir vor uns. Ach du Scheiße. Sehen wir gar nichts mit der Kamera sich. Nee. Die Kamera sind zum Teil ein bisschen blöd. Ich eingerichtet. So, 20 Sekunden noch. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Okay, ja, aussteigen. Lol. Hast du Hugelpack hier? Hey, ich muss ein Herkules sein, dass ich so rennen kann, Ding. Und jetzt auf die Lage mit dir. Zack. Okay, ab ins Krankenhaus mit dir. Tür zu und los. Also, wenn das mal nicht eine Simulation ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann versuche ich mal eine gescheite Kamera sich zu kriegen. Was mir dann nicht so der Fall scheint. Na hier. Habt ihr das jetzt gesehen, wenn das mal realistisch ist? Super. Na gut, wir gehen besser wieder ins Cockpit rein. Was? Ja. Besser ins Cockpit wieder rein. Fahren wir das ganz normal zu Ende. Dann sind wir sicher, dass wir wenigstens auf dem Ziel ankommen. Natürlich mit blaulichen Sirenen, man weiß ja nie, wie es der Patientin geht. Was mit jetzt gerade? War wohl nichts wert, ha? Der Brand war wichtiger als diese Frau gerade hier zu retten. Mein Gott, die ganzen Tiere hier. Ja, die Feuerwehr. Also mit der Steuer muss ich erstmal wirklich noch ein bisschen üben, weil die fühlt sich so wahnsinnig realistisch an. Eigentlich müsste ich ja. Doch, jetzt müsste ich. So. Oh, falsch. Eigentlich müsste ich ja nur bei den Kreuzungen, wie ich es sehe, antun, um diesem Mitfahrer zu zeigen, dass ich hier komme. Was hier wieder los ist.
Damit sie ausgleichen, genau. Da kann ich sie abschalten eigentlich. Hoppla. Gut, war es auf der Seite. Der Rückspiegel sieht man auch, sehr gut. Sogar die Schiene wird korrekt dargestellt, beziehungsweise kriegt man einen kleinen Hops da, wenn man über die Schiene rüberfahren möchte. Und wir sind immer unterwegs. Unseren Patienten, der dringend ins Krankenhaus muss, innerhalb 5 Minuten. Wahrscheinlich, weil er bewusstlos wurde, nachdem ich ihn so rumgetragen habe. Und dann auf die auf die Liege geworfen habe. Oh Mann, na gut. So, und jetzt? Moment jetzt mal. Wie bitte? Moment, wieso bringt es jetzt unten rechts da? Was hier wieder los ist? Was muss ich jetzt machen, oder? Oh Scheiße, ich muss zum Krankenhaus. Das ist tatsächlich da auf der anderen Seite. Schaffe ich das in etwa 2 Minuten? Was für eine Rennerei. Ich frage mich noch, auch wenn ich das schaffen würde, da hinzufahren. Es gibt nachher einen Map-Wechsel. Und schaffe ich denn das noch in einem Map-Wechsel noch? Da kann man gespannt sein. Also, machst du die rein. Ich muss über die Kreuzung. Oh Mann, ich hoffe, da ist nichts Schlimmeres passiert. Ja, sehr schön. Ich fahre jetzt zur Seite, so kann ich dran vorbeifahren. 70 wäre erlaubt. Wie schnell fahre ich denn? Oh, bisschen schneller. 100 bis 110. Ja, ich bin öffentlicher Dienst, ich darf das. Wobei, das ist bei uns auch jetzt anders. Jetzt kann sogar der öffentliche Dienst gebüßt werden, wenn er zu schnell fährt. Und ja, das kann natürlich auch sein, dass die Rettung jetzt zu spät kommt, weil die Rettung auch die Geschwindigkeit einhalten muss. Das ist ein bisschen fragwürdig, was das anbelangt. Und der Text wiederholt sich gerade die ganze Zeit. Inzwischen habe ich das, glaube ich, auch schon gemerkt. Vor allem, was hört sich gut an? Hörst du einen Patienten hinter uns? Hinten drin? Oder was hört sich nicht gut an? So, jetzt müsste hier bald eine Abbiegung kommen hier. So. Da haben wir jetzt geschafft. Das Sankt Nimmerleins. So. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Oh nee, wir haben einen Patienten verloren. Scheiße. Du musst rausgefahren sein. So, dann die Tür offen gelassen natürlich. So, kann man hier eigentlich rein ins Spital? Kann ich ein Fahrrad klauen? Nö, kann ich nicht. Okay, jetzt scheint so, als müsste ich irgendwie zurückfahren. Oder auf eins zur Hilfe. Gut, geht nicht. Ja, dann fahren wir nochmal zurück. Zurück zur Basis. Oh. Achso, hier kann ich tanken, na gut. Müsste ich vielleicht tanken? Oh ja, ich müsste tanken. Die Tankstelle ist gleich in der Nähe. Geh mal tanken, das erste Mal. Werden wir sicher hinkriegen. Wir haben ziemlich viel Sprit schon verbraucht. So, hier müsste dann zur Tankstelle kommen, da mein Zeichen hier. Da können wir gespannt sein mal. Was ist die Tankstelle, die es gibt? Die spricht eben von gestern, von heute spricht die gar nicht. Also heute muss total scheiße Arbeit gewesen sein. So. Okay, dann schauen wir mal. Was ist hier so? Und dann, oh. So, und jetzt? Aha, okay. Ich hoffe, der stoppt sich von alleine und es läuft nicht alles entgegen, ist dann reich. Einsatz
Einsatzbefehl für Florian 5. Aus der näheren Umgebung unserer Feuerwache kam eine Alarmierung rein. Hier kam es zu einem Fahrradunfall. Eine Person ist verletzt. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Florian 5 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Okay, dann müssen wir eh zurück jetzt. Komm, tritt drauf. Das hört sich echt nicht gut an. Ja, ich bin schon dabei. Das würde ich so sagen. Feuerwehr los. Oder Rettungswagen los. Ich würde gerne riskieren mal Auslandssicht, aber hast du schlechtes Gewissen mit der Auslandssicht? Oh, das ist noch schlimmer. So. Na gut, wechseln wir die Innenansicht, sobald wir können. Und da kommt auch schon der Ladescreen. Dann schlaf doch mal eine Stunde neben drin. Du stehst ja eh nicht aus. Oder steigst ja eh nicht aus. Oder habt ihr sie vorhin draußen gesehen? Nee. Wahrscheinlich hat sie ihr Fingernägel neu lackiert. Was sind das denn hier? Fernbedienung? Haben die ein TV eingebaut? Und das ist wahrscheinlich eine Blackbox oder sowas ähnliches. Oder könnte das Funkgerät natürlich darstellen. Ja, ich hab's kapiert. Kann er hupen? Kann ich sogar Licht anmachen? Ich mach mal Licht an. Wieder schließt sich langsam dunkel. Okay, wir müssen bald schon da sein. Es muss an der Kreuzung passiert sein. Müsste ja bald was sehen. Das ist wieder so eine Schicht, die nie. Florian 5 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingebaut. Ja, das habe ich schon überkriegt. So. Haben Patienten wieder. Gut, sind wir Frauen. Die kann man so umherwerfen. So, Tür auf und zack. Ach, schon wieder das Krankenhaus. Ach du Scheiße, ey. So eine Schicht, die niemals enden möchte. Und drehen und los. Vor allem ist es nicht so, dass ich nicht gerade da gewesen wäre, aber na gut. Fahren wir zurück ins Krankenhaus. Hey, ich werf dich gleich aus dem Auto raus, wenn du noch weiter diesen Spruch bringst. Wir haben bereits Nacht. Oh, ah, Unfall, das habe ich gerade zugesehen. Wir sind gerade ineinander reingefahren. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob ich den Weg nachher zurückgeportet werde oder ob ich wieder zurücklaufen muss. Das war übrigens ziemlich gute Arbeit gestern. Ja, bald haben wir dann morgen und dann gestern das, was wir wirklich gemacht haben, also jetzt oder heute. Naja, aber zuerst mal ein Ladescreen mal wieder. So. Und jetzt weiter zum Hospital. Ich frage mich gerade, da ist ein Autobahn-Symbol und vorher da kam auch ein Autobahn-Symbol. Hätte ich da abkürzen können eigentlich? Das ist wieder so eine Schicht, die nie zu Ende scheint. So, jetzt habe ich die Nase voll. So. Lady, aussteigen bitte. Wo bitte schön ist die? Ist sie da? Oh Mann. Wollte ich die rauswerfen, aber nee, die ist gar nicht da. Die Tür aufmachst, da sitzt da niemand. Na gut, hat Glück gehabt. Allerdings sollte ich in der Nacht mit Sirene fahren, eigentlich nicht. Wegen Lärmbelästigung und so. Mein, ich müsste schon ein bisschen realistisch bleiben. So. Florian 5 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Schalt doch mal Melde den Einsatz hiermit aus. Ab. Wir sind doch nicht im Einsatz. Doch, wir waren im Einsatz.
Und jetzt würde ich sagen, ja, wir haben auch schon die Zeit erreicht. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da und schaut zum nächsten Mal wieder ein. Es heißt der Feuerwehrsimulator 2014 und ich fahre zurück zur Basis. Danke fürs Zusehen, bis bald, tschüss.